So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf DOGG. Vor einigen Tagen habe ich schon mal darüber berichtet, Manuelsen und Gent haben derzeit einen kleinen Beef, eine kleine Auseinandersetzung oder besser gesagt eine einseitige Auseinandersetzung, würde ich mal so sagen. Also, Freunde, wenn ihr euch das Video noch nicht reingezogen habt, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich werde euch unten den Link rein verlinken und dann könnt ihr euch es reinziehen und tief ins Brabham Arschloch rein. Ja, Freunde, ganz kurz erklärt, also Gent hat wohl sich mit Manuelsen in einer Shisha-Bar mal getroffen vor vielen Jahren und Manuelsen hätte ihn wohl einen Vertrag unterbreiten wollen, sprich ihn in sein Label Mitten im Schatten oder Mitten im Leben oder warte, wie hieß das nochmal? König im Schatten, richtig, König im Schatten. Manuelsen sollte wohl ihn bei König im Schatten unter Vertrag nehmen oder wollte, besser gesagt, ihn unter Vertrag nehmen, sagt Gent, ja. So, ob das jetzt wirklich so richtig ist oder nicht, hat Manuelsen bestätigt. Walla, das stimmt nicht. Wenn, dann bin ich der Größte. Bla bla bla. Ihr habt es euch reingezogen, Freunde. Erstmal Punkt 1. Ne? Allah ist mein Zeuge und ich schwöre euch, dass hier auf den heiligen Koran, wenn ich Gent bei König im Schatten sein wollte, bin ich hier offiziell heute der Größte, der jemals über den Äther hier gelaufen ist. Das ist erstens eine Lüge. Okay? Jetzt wiederum gibt es eine ganz andere Story. Und zwar hätte wohl Gent sich mit einem der König im Schatten-Mitglieder via Instagram wohl entfolgt. Ja, und das hätte wohl jetzt diesen ganzen Vorfall jetzt erstmal ins Rollen gebracht und ins Brennen gebracht. Ja, so. Jetzt hat sich ein Rapper, ja, ein, ich würde mal so sagen, ein Newcomer-Rapper oder besser gesagt ein unbekannter Rapper noch dazu zu Wort gemeldet, ja, Gent lügt und Gent hätte wohl irgendwie sich bei Mosik und Loredana in einem Konzert irgendwie in den VIP-Bereich reingezwängen wollen, hatte wohl mehrmals an die Tür geklopft und so weiter, wollte unbedingt mit einem bestimmten König im Schatten, CEO oder Management oder was auch immer sprechen. Zieht es euch rein, meine lieben Freunde. Ich kenne ehrlich gesagt diese Person nicht, die solche Aussagen jetzt von sich gegeben hat. Ihr könnt mir gerne unten euren Kommentar hinterlegen, ja, wer diese Person ist oder wer auch nicht. Ich habe das Video im Internet gefunden und was sagt ihr dazu, Freunde? Zieht es euch einfach rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich wünsche euch was. Peace and out. Philipp, bitte, du hast gerade gesagt, mach das nicht. Ich mach das jetzt. Ich schwör bei Gott, ich mach das jetzt. Weißt du warum? Ich war dabei. Ich war neben dir. Das ist das Ding. Ich war neben dir, wo dieser kleine Hund gekommen ist. Warte jetzt, warte. Wir hören uns an, warte. Ich glaub, selber sagt, er hat nichts gegen mich. Aber er würde mich nicht feiern und würde ich nicht treffen. Ja, ich bin schwul. Ich würde drücken, aber ja. Auf dem Video ist ein Brabus und der Brabus ist gemietet. Mit Aufkleber an der Seite und so, keine Ahnung. Ja. Ich erzähle euch mal Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Dann habe ich seinem Partner mal entfolgt gehabt. Ja? Lachst du jetzt, ne? Und das hat denen halt nicht gefallen und seitdem haben die einen Hasskick auf mich. Okay. So. Meinst du, Firat hat einen Hasskick auf dich, weil du ihn mal bei Insta entfolgt hast? Du kleiner Köpek, ich war dabei, live dabei. Wir waren im Nava-Club, du warst noch nicht mal eingeladen. Loredana und Mosik sind aufgetreten, wir sind zusammen mit denen dorthin gekommen. Du warst noch nicht mal eingeladen, Jani, du warst ein ganz normaler Gast in dieser Diskothek, dort im, also da im Bühnenbereich, ne? Im Bühnenbereich warst du ein ganz normaler Gast, so da rumgelaufen, wie so ein Opfer, voll besoffen, ne, wo Loredana und Musik von der Bühne runtergekommen sind und wir zurück ins Backstage gegangen sind, wurdest du sogar komplett raus aus der Reihe weggeschubst in Zuschauerreihe, also in diese Reihe von den Leuten rein und danach kamst du klopfen die ganze Zeit. Ich bin sogar an die Tür gegangen, hab die Tür aufgemacht, ne, da bist du gekommen, ja, hi Bro, ich wollte mal fragen, ist der Firo da und so, ich wollte mal mit ihm sprechen und so. Dann bin ich zu Firat gegangen, ich hab gesagt, Firat, da ist draußen ein Junge, da wusste ich noch nicht mal in dem Moment, wer du bist. Da ist draußen ein Junge, der will unbedingt mit dir reden. Da hat er gesagt, ja, ich glaube, das ist dieser eine, ja, vom Kollegen und so, bla bla, ich hab gar keinen Bock auf den. Der hatte nicht mal Bock auf dich, so, das ist schon mal das Erste. Oh, mein Speicher war voll, ich mach das jetzt lieber so ganz schnell. Auf jeden Fall, mein Speicher reicht nicht mal für dich aus. Weil, ey, das regt mich einfach gerade auf. Diese Ansage so, ja, du hast zwar jetzt nicht so krass Schlimmes gesagt. Da steht Gent packt gegen Manuelsen aus, gegen Manu Abi. Was willst du da gegen ihn auspacken überhaupt? So,
Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, ich war ja dabei, deswegen musste ich mich zu dieser Ansage äußern. Ich war dabei, wie du Fırat, unserem Bruder Herz, in den Arsch gekrochen bist. Du hast einen Arsch geleckt, Gen. Weißt du, was ich meine? Deswegen mach das nicht. Guck mal, du lachst da so in diesen Dings und das hat mich richtig sauer gemacht. Du lachst und du machst so, ja, die haben einen Hasskick auf mich, weil ich dem Fırat seinen Partner entfolgt habe. Aber da hast du nicht so gelacht. Da hast du seinen Arsch geleckt. Da bist du mit seinem Kopf in seinen Arsch reingegangen. Ey, du hast dreimal geklopft. Dreimal wolltest du unbedingt mit ihm reden. Der wollte gar nicht mit dir reden. Dann bist du durch den Chef irgendwie in den Backstage-Raum gekommen, damit du mit Musik Loredana ein Foto machen kannst. Und dann hast du noch vor uns alle so, hey Fırat, hast du mal eine Minute? Hast deinen Arsch richtig geleckt? Da musst du schon deinen Kopf rausziehen aus deinem Arsch. Du Köpek. Die Rap-Szene, die setzen sich da in Ansagen und machen da irgendwelche Ansagen und Gen packt gegen Manuelsen aus und ja, der ist sauer auf mich, weil ich seinen Partner entfolgt habe und so und lacht und kichert und so. Das fuckt einfach ab, wenn man dann weiß, was eigentlich hinter den Kulissen abgeht. Und das ist das Ding. Und deswegen, Gen, einfach kriegst ein Leckerli. Sei nicht so, mach nicht so. Kriegst ein Leckerli, bleib ruhig. Das war's mit diesem Video über Manuelsen und Gent, meine lieben Freunde. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis hierhin angeschaut habt, meine lieben Freunde. Ja, ja, ihr seid nicht weit. Bitte abonniert diesen Kanal. Bitte einmal nach links drücken auf diesen roten Symbol-Ding und dann tut ihr was Gutes für euren Karma. Ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde.